für alle? Level 9, alles klar. Noch da. Ich weiß auch, wie schwergängig meine ist. Oh. Bin nur mal ein bisschen. Ich sehe nicht, du fliegst mit ich weiß auch, dass ich ein bisschen fett bin. Ja. Wozu baut jemand eine Tür vor eine Höhle? Um etwas draußen zu halten? Oder drinnen? Ja. Hast du gerade geschrien? Der große böse Corvus-Agent ist wohl kein Freund von Skorpedon. Na und? Sind ja schließlich keine Clowninchen. Bin kaum der Einzige mit der Abneigung gegen ja. sie. Über diesen Gespräch. Oh, um am Netz. Ja, komischerweise landest du irgendwie immer am Netz. Es gibt nur eine Möglichkeit weiterzukommen, und zwar durch eine Unterwasserpassage nach vorn. Beeil dich lieber. Hier würde ich nicht unbedingt zurückgelassen werden wollen. Meine Fackel runterschmeißen? Ja, noch nicht. Ach ja, auch. Hier geht's auch in Wasser. Ja, sagen sie nicht, dass du eine Fackel runterschmeißen sollst. Ah! Was ist das? Wow. Es ist schon fast friedlich hier unten. Skorpedone können aber nicht schwimmen, oder? Keine Sorge, Seth. Ich beschütze dich vor ihnen. Langsam mache ich hier raus. Es gibt ja unten große Halle wieder, wo dir so viel los war, mein Schatz. Ja, ich weiß. Gegen, du bist weit abgebogen. Wüsst du, wo ich hin muss? Was heißt hier falsch abgebogen? Hier! Komm her! Punkt. Was hier? Links. Komm rechts. Da. Rechts hoch, rechts hoch. Das sind eine Menge Eier. Naja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Oder Eierschalen in diesem Fall. Darauf kann ich gut verzichten. Was ist das? Noch ein Relikt. Vorsicht, Freelancer. Es ist instabil. Ich hasse es, wenn das passiert. Was machen wir jetzt? Sammle die Fragmente und dämme das Relikt ein. Ich kann ja nicht mehr fliegen, und du? Nö. Du kannst eigentlich jetzt nicht mehr fliegen, weil du ein Relikt aufgenommen hast. Aber schweben kannst du noch. P drücken. Sie hier runtergekommen. Was da denn buddeln gerne? Komm mal weiter, Runde. Nebenbei räume ich auch immer auf. Sag lieber unten auf. Ich denke, ich kann aber noch einen Rennen tragen. Ich würde auch nochmal rein, um das Zweite zu nochmal da rein. Haben wir gleich alle.
weiß, die sehen besonders mächtig aus. So, meins ist abgegeben. Hier sind überall Nordi. Warte einfach kurz, das müsste sich von allein klären. Müsste? Die Energiewerte stabilisieren sich. Wenn auch langsam. Bleib einfach in der Mitte. Jede Einmischung führt wieder zu einem Energieschub. Ist ja jetzt klar, was ich jetzt machen werde, ne? Ja, so klar wie Kloßbrühe. Ich bin ja keine Viecher. Oh, guck mal. Schnell. Also. Es ist nämlich so, dass wir von hier eine Unmenge an Viecher hochkriegen. Ich hab die Bohrer kaputt gemacht. Ach, da unten. Bundesfall. Einfach sich eingereicht. Die Bohrer ist egal, das hat ja nichts mit den Viechern zu tun. Ach so. Letztes Mal auch nicht kaputt gemacht. Ah, oh, ein Schutzschild. Ich bin groß und schwer. Ich hier drin. Bleib auf der Plattform. Und wenn sie das sagt, dann ist es nicht so einfach. Ja, das stimmt. Weißt du, das ist die letzte Mal, wo wir das gemacht haben. Ja. Auch mal ganz angenehm. Mal ein bisschen rumstehen und nichts machen. Ja. Ja, ich hab noch gerade. Ich mal kurz AFK. Ja. Nein, das Signal wird schwächer. Ich glaube nicht, dass unsere Freundin das mochte. Schade, ich werde gerade erst warm. Gut, dann fliegen wir weiter. Ding ist sowieso schon vorgeflogen. Sicher nicht lange.
Irgendwie sagst du I? Ja, ich hang gerade in so einem Spinnennetz. Also. Wird gleich noch schlimmer. Ja. Die Linien sind doch alle klein. Ja, dann ist ja gut. Ich hab schon gedacht, hier passiert nichts mehr. Ja, da kommen ja auch solche Kleinen auch noch ins Spiel. Aber die sind auch ein bisschen zahlreicher. Ja. Oh, die haben mich tot gepiekst. Jetzt rennen die auch weg. Es ist ziemlich dunkel. Wirf eine Flasche runter. Das sollte helfen. Ihr Freelancer habt echt für jede Lage was. Ups. Ich bin gerade runtergeschubst. Ja, schon Physik. Schwer fällig. Oh Mann, das ist einfach nur eklig. Ja, ist auch schön, das kleines Ding. Aber es ist tot. Denk dran, es ist nur ein Skorpedon. Ein etwas größerer. Ein viel größerer? Ihr macht es nicht besser. Hast du ihn dir gut angeguckt, Simon? Wen denn? Nein, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind. Die kleine Spinne, oder? Die Tote. Ja, ja. Komm rein. Schon gesehen. Komm mal raus. Guck nach oben. Das wäre unprofessionell von mir, den Link zu kappen, oder? Ziemlich. Das den brauchst du nicht beschießen. Das riesiges Ungeziefer in der Missionsbesprechung erwähnt wird. Hilft dir auch nicht weiter, wenn du nicht erscheinst. Ich bin doch gerade wieder gefokust. Genau gleich weg, weil ich hier festhänge. Oh shit. Wie kann ich mich befreien? Ah. Ja, Taste drücken. Bin tot. Komm, der Dicke. Ich bin auch tot. Ja, komm sofort. Wieso? Du rennst doch noch. Fast tot. Du machst ja mehr Schaden als ich. Meine Schnauze. Der Explosionsschlag. Oh, 11.000 Schaden. Was? Ich mach bis 8.89. Meiner Sniper. Ja, ich hab auch eine Sniper. Achso. Jetzt mach ich gerade 100, 200. Und es kommt doch an, wo man hinschießt. Ja, ja. Er hat weiche Teile, da kriegst du mehr Schaden. Na, wo kommen sie? Ja, natürlich. Ja, da ist auch einer. Ich hab hier gleich alles sicher weg. Weiß. Oh.
Ich flieg grad zum Tobi und dann kommt das Vieh da raus. Alter. Kommt immer da raus, wo die Gegner raus herkommen. Ich das ist die Spinne genau über mir. Ja, der läuft ja so an mir rum. Hallo, machst du jetzt? Danke. Ich wäre nicht aktiv, Nike, wenn hier mal irgendwo Munition aufploppen würde. Ja, ich hab da mal nicht mehr wegen. Ich sehe das gar nicht interessiert, dass ich hinter ihr stehe. Erstmal mal schön Flächenschaden machen. Geronimo! Die mich aber. Oh gut. Oh, das Misty. Noch nicht extra. Muni. Ah, Munition. Lass mich nachladen. Scheißviecher. Oh shit. Oh shit. Oh Lord, das Scheißviecher. Jetzt ist es weg.
als sie gestorben ist, war verstört. Wie viele Biere ich wohl trinken muss, bis ich das Ding vergessen kann? Ich tippe auf 8. Eins für jedes Bein der Tyrannen. Oh, keine Scorpion-Anspielungen mehr, danke. Bitte danke. Man da eigentlich irgendwas einsammeln, wenn ich dir? Nein. Okay. Die trauen nichts, das kriegst du automatisch. Okay. Wenn wir jetzt auch schwer machen würden und dann nicht irgendwie. Nee. Wird das noch anstrengender. Ja, das können wir ja nachher nochmal machen. Ich hab heute Abend nicht so viel Zeit. Du musst gleich los, in einer Stunde. Ja. Bist du, glaube ich, los, ne? Ja, eine Stunde. So. Eine Stunde. Einen Durchlauf könnten wir noch machen. Wenn wir eine Stunde bräuchten. So, dann machen wir an dieser Stelle, würde ich sagen, einen Cut. Ich weiß was nicht, wie ich es dann schneide. Ich mache jedenfalls einen Cut und ja, dann soll es, denke ich mal, nochmal ein bisschen weitergehen. Also bis gleich. Ciao. Ja, bin gerade in der Schmiede drin. Jetzt kann ich hier auswählen. Du kannst nur einen extra Javelin auswählen. Also, wo ich sage, fehlerweise, sagen wir so. Ich hab gedacht, man kann mehrere Javelins aussuchen, so hatte ich das erst gehört, aber es geht nicht. Ich habe nämlich nur einen. Ich konnte mir nur einen aussuchen. Ja. Dann habe ich mir den Kolossus ausgesucht. Vielleicht bei der nächsten Mal wieder machen, weiß man nicht. Ich tendiere aber auch zum Storm. Kolossus meine ich, nicht zum Storm. Der Ranger ist ja dieser Allrounder. Ja, das ist genau, das ist ja der, den du sowieso hast. Dann gibt's den Kolossus, das ist der Schwergängige, den ich vorhin hatte. Und dann gibt's den Interceptor, den meine Frau gerade hat. Uhura da hat. Der Interceptor, das ist der agilste von denen, der mit seinen Klingen da. Ja, er ist der wendigste und akrobatischste. Richtig. Genau. Ja, den Rausch der Geschwindigkeit lieben. Der Rausch der Geschwindigkeit will ich jetzt nicht unbedingt. Der andere, der kann Blitz, Eis und andere Elementardinger, das ist auch nicht schlecht, aber mir liegt eher dann der Kolossus. Dann nimm ihn doch. Schau mal, wenn wir zwei Kolossus im Team haben. Ja, ich schalte den frei. Eine gute Wahl, Freelancer. Danke, Yero. Kolossus ist der stärkste Javelin. Nicht so extravagant, aber dafür haut er richtig rein. Die dicke Panzerung macht ihn langsamer, aber mit einer großen Kanone und einem schweren Schild rennen deine Gegner, nicht du. Außerhalb der Mauer bist du die Mauer. Und zu diesem Kolossus habe ich eine besondere Verbindung. Warum das? Weil ich den Brustpanzer selbst vor vielen Jahren im Kampf getragen habe. Und nun wird er dich schützen. Du hast das im Kampf getragen? Oh ja, ich bin oft getroffen worden. Trage ihn. Führe die Arbeit fort. Wer weiß, was du für eine Geschichte schreiben wirst. Okay. Denken, aber ihr müsst mich erstmal nochmal neu einladen, ne? Jo. Ja, ich muss erstmal die Pistole und so was machen. Gerade im freien Spiel und kämpfen. Ich geh auch jetzt ins freie Spiel rein.
Ich mach gerade das Skorpion. Erst die Skorpionslager. Warum? Kann ich eigentlich diese Waffen mehrfach auswählen? Also wenn ich jetzt in den Kolossus die gleichen Waffen reinmachen will, geht auch, oder? Keine Ahnung. Nein, geht nicht. Wenn du so die eine und dieselbe Waffe reinpacken möchtest, ne? Das geht nicht. Nein. Im Kolossus oder im Dings. Okay, warte, dann mache ich bei dem mal jetzt die Waffen. Also weg. du meinst sowohl beim Ranger als auch beim Kolossus, ja, das geht. Egal. Ja, ich wollte gerade sagen, weil normalerweise ist es ja so, dass ich kann ja eh nicht mit beiden Anzügen spielen. Richtig, du, das ist dein Charakter, das geht alles immer um deinen Charakter. Das ist ja den Hauptcharakter, also du spielst ja einen Charakter und der hat der Level nur quasi. Und die anderen, also die Javelins, dafür kriegst du halt nur bessere Ausrüstung. Es gibt extra Ausrüstung, die noch zu extra auf den Javelin drauf zugeschmiedet ist. Ich habe da ja zum Beispiel was genommen, habe ich vorhin gekriegt. Ist vielleicht noch Level 18, aber trotzdem. Das genommen jetzt mal zum Testen. Dafür habe ich hier weniger Rüstung jetzt. Da muss ich jetzt aufpassen. Mal sehen, wie das Ding ist. Das ist meine Autokanone, weil nur der hier Dings. Also der Kolossus kann die Autokanone nehmen. Die Automatikgun. Muss erstmal anlaufen lassen und dann schießt er ganz schnell. Macht halt relativ wenig Schaden mit einem Schuss, aber haut gut rein. Ich glaube, mir ist gerade abgestürzt. Da hat sich reingegangen. Bin ich reingegangen, ich wollte gerade eben kurz rausgehen und muss testen. Jetzt macht das langsam Spaß. Ich wollte irgendwas testen. Nimmst du überhaupt noch auf? Ja. Ja. So. Jetzt mal gucken, wie ich den Kolossus verwalten kann. Der ist schwer. Nee, verwalten. In der Munitionsdinge. Nein, Schmiede. Da war ich doch gerade drin. Oder war bis dahin kein Zug? Da musst du R drücken. Dann kommt die Liste raus, welche Anzüge du alle hast. Ach, und Javelins. Da kannst du hin und her switchen. Du musst dann Doppelklick manchmal machen und so weiter. Doppelklick, ich mach das ja nicht. Dann zeigt dann auch einen Haken rein. Mach dann auch einen Haken rein. Und dann zurück geht's weiter langsam. Und der Haken da drin ist bei den jeweiligen Javelin. Wenn du langsam zurück geht's, dann wechselt er automatisch zu den Javelin um. Dann kommt ein Ladesymbol und wechselt er normalerweise. Nee. Ist immer noch bei Range. Ja, ja. Lano, hat doch bei dir funktioniert, oder? Oh, no. Ich hab ja neu gestartet, ne? So. Und ich habe mich gerade da reingepackt, wo ich gar nicht rein wollte. Aber den Himmelsberster, den kann ich nicht upgraden, oder?
Ja, dann nehme ich die Snipern, glaube ich, noch dazu. So, dann machen wir an dieser Stelle nochmal einen Cut und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Bis dann, ciao.